Der Elefant sagt, wunderschönen guten Morgen. Wie geht es Ihnen denn heute? Und Sie sagen? Elefanten sprechen nicht. Dieser hier schon. Die Premiere des Kitzbüheler Sommertheaters 2019. Circa 3 Stunden zuvor in der Kitzbüheler Hinterstadt. Die Besucher der Gala-Premiere genießen den standesgemäßen Sektempfang vor dem Casino Kitzbühel. Ebenso unverzichtbar Produktionsleiterin Michaela Reit, immer um das Wohl ihrer Gäste bemüht. Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich bin relativ tiefenentspannt, schaut vielleicht nicht so aus, aber ich muss heute nichts Großes machen und meine 2 Darsteller waren so unfassbar großartig in den Proben und das Stück ist großartig, sie sind großartig. Ich habe einen Puls von 50. Eigentlich wollten wir es nicht so schnell verraten, aber es stimmt. 2019 ist das Kitzbüheler Sommertheater mehr denn je einen Besuch wert, denn die Mischung aus teils bewegender Komödie und Charakterstudie überzeugt. Vielleicht das beste Sommertheater aller Zeiten? Sänger Quinn lebt in New York und arbeitete vor kurzem noch als Tänzerin am Broadway. Ein schwerer Schicksalsschlag warf sie aus der Bahn. Sie ist verletzt, sie ist sonst eine professionelle Tänzerin und hat einen schweren Unfall gehabt, eine Knieverletzung. Sie wurde angefahren von einem Taxi und ihr ganzes Leben wird dadurch auf den Kopf gestellt. Also sie schließt komplett ab damit quasi. Also sie weiß nicht, ob sie jemals wieder tanzen kann. Doch dann erhält die niedergeschlagene Tänzerin unerwarteten Besuch. Könnten Sie zu verstehen geben, ob Sie mich hören? Gehen Sie weg! Es geht ganz schnell! Es geht gar nicht! Ich plane keinen sexuellen Übergriff, versprochen! Ich rufe den Hausmeister! Danke! Rudolfo kann meine Ehrbarkeit bestätigen. Ich wohne hier seit 7 Jahren, 4 Monaten und 23 Tagen. Verschwinden Sie! Das ist physikalisch unmöglich. Ich zähle bis 10. Wenn Sie bis dahin nicht weg sind, rufe ich die Polizei und sage Ihnen, dass Sie ein Stalker sind. Um als Stalker zu gelten, müsste ich mindestens einmal wiederkommen. Was wollen Sie? Eine Tanzstunde. David Montgomery ist ein Autist, ist Uniprofessor und hat einen Preis bekommen für akademische Leistungen. Im Rahmen dieser Preisverleihung gibt es ein Gala-Dinner und da gibt es auch einen großen Tanz. Jetzt ist er aber Autist und traut sich niemanden zu berühren. Deswegen geht er zu der Sängerin Quinn, dieser Tänzerin, und bittet um eine Tanzstunde. Und im Rahmen dieser Tanzstunde kommt es zu Situationen, die sich die Tänzerin nicht erwartet hat. Fühlen Sie die Musik. Fühlen Sie sie im Körper. Den Rhythmus, den Beat. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Haben Sie es? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Einfach zuhören. Der amerikanische Autor Marc Saint-Germain wurde durch Begegnungen im realen Leben zu diesem Werk inspiriert. Für den Hauptdarsteller war das Herantasten an die Rolle eine Herausforderung. Neben Büchern über Autismus inspirierten auch Filme. Ich habe schon vor einem Jahr, als ich gewusst habe, ich werde das spielen, mir The Good Doctor angesehen, Big Bang Theory, Monk und gibt's Rain Man, gibt es ja viele, viele Beispiele. Aspis fällt es schwer, Beziehungen aufzubauen, weil sie die Wucht emotionaler Reaktionen überfordert. Neurotypische denken anders. Sind Neurotypische? Sie. Unsere Gehirne arbeiten nicht so simpel wie ihres. Man spricht nicht von Krankheit, habe ich gelernt. Man spricht von Spektrum oder einer Anomalie. Können Sie geheilt werden? Krankheiten kann man heilen. Ich bin nicht krank, ich bin eine Anomalie. Aber ich bin nicht allein. Jeder Autist ist verschieden. Es gibt sehr viele Autisten, die man auf den ersten Blick nicht erkennen würde. Bill Gates weist autistische Züge auf. Ebenso Albert Einstein, Michelangelo, Mozart, Anton Bruckner, Edison, Abraham Lincoln, Greta Thunberg. Soll ich weitermachen? Nicht unbedingt. Autismus ist idiopathisch, unerklärbar. Aber ich bin nicht behindert, so wie Sie. Der Autist nennt die Sachen immer beim Namen. Er nennt die Dinge immer beim Namen. Und
Das macht einen großen Teil der Komödie aus. Musicals sind sehr beliebt. Haben Sie noch nie eins gesehen? Wozu? Vielleicht gefällt Ihnen ja. Ist doch völlig sinnlos. Theater ist wie Sport für unsportliche Menschen. Aber wenn beim Sport jemand umgerannt oder verletzt wird, ist es echt. Schauspieler tun nur so, als ob. Es ist überhaupt nicht wie beim Sport. Eigentlich hatte ich vor, heuer ein 4-Personen-Stück zu bringen, aber als ich dieses Stück entdeckt habe, fiel spontan die Entscheidung, dieses Stück zu machen. Diesmal kann ich wirklich sagen, ich habe es ausgewählt und es hat noch niemand in Österreich gespielt. Und wenn man von einem Werk so überzeugt ist, dann will man auch selbst Regie führen. Eine große Aufgabe, bei der Leopold Dallinger von Daniela Nitsch unterstützt wurde, die, so ganz nebenbei, auch ausgebildete Choreografin ist. Die beiden Schauspieler sind sehr talentiert, darf ich hier loben. Leo und Sandra machen einen super Job, können gut tanzen, nehmen das alles auf, was ich sage. Ich bin sehr streng, aber auch sehr nett, glaube ich. Ich glaube, sie haben Spaß. Ich zeige ihnen den Tanz und sie lernen ihn Schritt für Schritt. Und dann gibt es Fehler. Ich finde es gut, wenn sie Fehler machen. Aber wenn sie dann viel fluchen oder viel tratschen, dann sage ich, so, jetzt geht's aber weiter, Konzentration und los. Und dann sind sie ganz brav und dann tanzen sie. Schauen Sie zu. Ich schaue. Sie müssen die Füße bewegen. Ja, aber beide Füße. Besser, besser, ja. Was das Schönste am Theater ist, dadurch, dass jeder Mensch irgendwo autistische Anteile in sich hat, kann sich eigentlich jeder ein bisschen in den Spiegel schauen und so etwas mehr über sich selbst erfahren. Wie schon erwähnt und hiermit durch tosenden Applaus und Standing Ovations belegt, mit der Tanzstunde zeigt sich das Sommertheater Kitzbühel von seiner besten Seite. Und bis zum 16. August gilt die Devise: Vorbeikommen, lachen, fühlen und sich vielleicht selber etwas besser kennenlernen.